Hallo liebe Angelfreunde, in dieser Folge bin ich zusammen mit dem Alexander Rabeau im Steinbachtal unterwegs. Wir haben uns entschieden, unser Glück am Lachsteich zu probieren. Ja Leute, Uli ist heute auch mit an Bord. Ja. Moin! Wir haben uns heute hier verabredet, um zusammen ein bisschen kennenzulernen. Was geht da dazu? Die erste Route hatte ich schon mal mit einem Poplar Popper ausgelegt, mit der Vorfach, einen kleinen Piloten dran. Als Köder habe ich zu Beginn verwendet ein Molly Fett in Schwarz-Weiß. Für die aktive Forellensuche mit Spoon begann ich mit dem Pal LT31 in 1,6 Gramm. Wir konnten schon zu Beginn sehen, als wir unser Angelzeug noch an den See gebracht haben, dass mehrere Forellen recht weit oben standen und kleinere Fische im Schwarm durch den Teich zogen. Kleinere Fische ist relativ, die Forellen in dem See haben eigentlich ab 1 Kilo aufwärts. Wir haben viele Einzelstücke gesehen, die oben schwammen, die hatten gut und gerne 4 bis 5 Kilo. In dem Bereich zwischen dem Lüfter und dem weißen Eimer auf dem Steg war ein größerer Schwarm Forellen. Ich versuchte sie zu Beginn die ganze Zeit anzuwerfen und manche Forellen reagierten auch. Ja. Sorry. Der gute LT31. Also falls jemand noch welche übrig hat und er fängt damit nichts, der kann sie mir gerne per Facebook oder Instagram anbieten. Ich kaufe sie ihm gerne ab. Super, danke dir. Kein Ding, geht nicht. So läuft das, Petri, Dank. Aber die konnte ich sehen, die war im Schwarm gestanden. Die konnte ich sehen, die war im Schwarm. Mhm. Da hinten, wo die ziemlich weit auf der anderen Seite. Ungefähr da, ein bisschen weiter. Jetzt kommt die nächste. Ja, die stehen da vorne. Ja, man sieht sie da auch. Mhm. Ja. Eine gute Alternative an dem Tag im Nachhinein wäre es gewesen, komplett auf dem Steg zu wechseln. Das Wasser, habe ich mir schon gedacht, von dem Regen jetzt. Ja, sonst war das immer so klar und so, ne? Das ist relativ klar sonst, ja. Komm mal gerade rüber, Alexander. Komm mal rüber. Hier ist der Schwarm da hinten, da stehen bestimmt 30 Stück. Da, die Schwarzen. Die Schwarzen. Zu dem weißen Eimer. Wenn du von dir aus zu dem weißen Eimer wirfst. Stimmt, ja. Da ist viel Strom und Ende, ne? Zum weißen Eimer, dann bist du richtig. Ja. Da wo sie hochkamen, da stehen sie. So, ich überlege ja schon. Pose, kleines Glas, ja, Bienenmade, ne? Ja. Da steht sie, hier, da, da. Ja. Aber erstmal aktiv. Die zweite Route hatte ich auf Grund neben den Lüfter ausgelegt, auftreibend mit 1,20 Meter zu beginnen. Ja, das siehst du von hier wirklich gut. Die,
Frage ist mit dem langen Vorfach von unten mit der zweiten Route, weil ich bin zu tief. Ich weiß das. Ich habe hier auch ganz flach gestellt, aber. Ich habe dann nach einer kurzen Zeit, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, das Vorfach länger gemacht, dass ich so auf 1,60 Meter war ungefähr. Und den Köder wieder genau hinten neben dem Lüfter Richtung Steg ausgelegt. Ja. Weg. Die Ratte. Aber die konnte ich auch sehen. Die war am Jagen gewesen. Schade. Ganz spitz. Das Beißverhalten sollte sich den ganzen Tag durchziehen, wie ein roter Faden. Ah, kommt wieder. Was gut war, kommt gut wieder. Mhm. Dann hast du mit Teig, dann nehmen sie nochmal nach, ne? Sind ja vielleicht ein bisschen leichter. Wenn die beim ersten drauf gucken, wenn es dann schmeckt, dann nehmen sie. Ist bei mir drüber. Clever. Hätte ich genauso gemacht an seiner Stelle. Dann begann das große Ködertesten. Ob Spoon, Gummi, egal welche Farben, egal welche Tangstengrößen. Wir haben vieles durchgetestet, um zu gucken, worauf die Forellen reagieren. Dann habe ich wieder den Poplar Popper dran gemacht, um zu gucken, ob die Forellen vielleicht nach einer Stunde besser drauf reagieren. Mit einem Buffer, mit einem Molifett und auch mit Bienenmade habe ich es getestet. Die Forellen ließen sich auch damit gut anwerfen. Sie schwammen auch öfter direkt drauf zu, drehten aber dann wirklich 5 cm vor dem Köder ab. Hier habe ich jetzt den 50er Buffform komplett drüber gezogen über den Haken, ohne Tangsten, ca. 30 cm eingestellt, um zu gucken, ob darauf die Fische reagieren. Nachdem sich das Spiel wiederholt hat, dass die Forellen wirklich kurz vorher eben abgedreht haben,
habe ich wieder aufs Huhn gewechselt und probierte damit mein Glück. Ah. Einmal kurz wieder Tock. Das gibt's doch nicht. Wieder Tock. Wieder Tock. Zweimal. Der tiert doch ja nicht. So, da hören wir Zander dran. wundern uns über die Fehlbisse, ne? Ja, kann ja sein, ne? Böse wird das heute. Na, kommt noch was. Ich bin ja guter Dinge. So schnell geben wir nicht auf. Oh, quer. Ja, aber schön quer geflogen. Da muss ich dem Alex schon recht geben. Man merkt schon relativ schnell, ob morgens was geht oder nicht. Gerade in der Jahreszeit. Da vorne stehen sie wieder. Oh, guck mal da, drei Stück. Du zuerst. Na komm. Nächster Kandidat ist hier vorne. Ne, da sind noch zwei Stück hier vorne. Also hier ist echt ein Haufen Fisch drin, muss man sagen, wie das, ne? Wenn die alle ausnehmen müssten, du. Das ist ja in Dänemark auch immer so schön, das Fangen ist ja das eine, aber das nachher da versorgen, wenn du eh schon so platt bist, ne? Dann stehst du da noch ein bisschen Stunde noch am Filetieren, am Einvakuumieren, ne? Absolut. Brauchst du eigentlich so ein ja, so ein Caddy, der ja, die Fische versorgt. Ja, ich habe schon mit Vater gesagt, beim nächsten Mal, wenn noch Fische. Ja, spüren habt ihr ja nicht mehr, müsst ihr Fisch ausnehmen machen. Ja, genau, dann nimmt er die Fische auf. Und, wir machen das eigentlich immer zu zweit, das geht ratzfatz. Einer hält fest, der andere filetiert, bam, bam. Ne? Ja. Das Filetieren geht ja auch schnell. Ich würde ja schon gar nicht mehr ausnehmen fürs Filetieren. Ja, mach ich auch nicht. Mach ich nicht mehr. Hab ich am Anfang gemacht, die Zeit spare ich mir. Weil die 100, also sagen wir, die 50 Gramm, die du vielleicht mehr Filet hast nachher, ne? Das ist ein Zander hier vorne, so eine Forelle. Ne, ist eine Forelle. Ich hatte erst einen Zander, von der Form her. Immer weiter, ne? Immer weiter. Gerade wieder auf den hellgrünen Anstupser gehabt, aber den Spoon nehmen sie nicht voll. Nee, das gucken nur, ist das was rein Interesse halber? Nee, gleich okay, abhaken. Ich mach gleich mal 1,2 oder sowas drauf, noch kleiner. Ihr könnt ja gut sehen, wie flach die Fische stehen, die vorbeiziehen. Ja. Bisschen langsamer geführt. Hier kommt wieder eine schöne. Ja, ich weiß. Haben wir auch schon mal gemerkt.
Ja, da bin ich dran mit mir am Hadern, ob ich den Köder wechseln soll, eine Nummer leichter. Aber die Entscheidung ist gefallen und gleich wird der Köder getauscht. Sind hier überall, ist gestern scheiße, ich verkommen. Da kommt eine Dicke hier vorne. Da kommt ein richtiges Boot. Müssen gleich bei dir vorbeikommen. Ein Kaffee ist super, ja. Belegte Brötchen oder sowas? Käse oder Bockwurst und Brötchen? Ne, Käse. Bockwurst ist zu früh. Nee, auch Kaffee wie? Schwarz? Beide? Mit Milch. So, jetzt wird getauscht. Lang genug probiert. Eine Nummer leichter. Schöner kleiner Spoon in pink-gelb, 1,2 Gramm und ab die Post. Erster Wurf, zweiter Wurf, dritter Wurf. Muss man nicht haben, aber kann man haben. Was man nicht hat, ist immer am besten. Also, soll ich mal so, ne? Wenn man alle volle Klasse hat, dann ist es nicht egal, was man will. Es geht nur der Köder. Wenn der Köder ist, ja. 1,2 Gramm sind runtergegangen. 1,2 Gramm Spuren. Und gerade gewechselt. Der Willi. Der Willi holst du. Schön, Willi, klasse. 3, 2, 1, Mainz. Okay. Ja. Okay. Nee, kommt jetzt. Komm. Alles gut. Alles gut. So läuft das hier also. Geht nicht. Vielen Dank. Also, was hast du denn? Käse, Kopf und Brötchen. Nummer 2. Zack. Ich werde schon mal öfter gefragt, welche Routentransporttaschen ich nehme. Ich habe die von Sportex, die blaue Serie, super safe, 1,90 und 1,64 lang. Der läuft hier vielleicht, sagen wir mal, 20, 30 cm tiefer läuft der nicht. Also bei meiner Einholgeschwindigkeit. Und den kannst du auch leicht durch anheben, siehst du, kommt der direkt hoch. Ja, ja. Ja, ich habe die auch, aber ich habe fast noch nie mit der anderen. Echt total, also mit dem fange ich wirklich gut. Mit den kleinen. Kleinere Druckwelle, ne? Na? Auch schon wieder der nächste Interessent. Also wenn jeder Draufhacker jetzt ein bisschen, also ein richtiger Hänger gewesen wäre, ne, wäre die Kiste schon fast voll. Echt? Mhm. Nee. Na, nimmt's hin, nimmt's hin. Nö. Nope. Bei mir hat es auch nur im Kopf geschüttelt. Nein. Ja, ja, einmal so. Das ist nicht wert, ne? Ja.
Nach dem Motto, da fehlt Salz, so hat die geguckt, ehrlich. Da fehlt Butter und Salz dran. Oh, Biss. Unverhaftet. Ja, Petri. Leute. Das ist schön. Hm? Ja, sehen und fangen sind zwei Paar Sachen. Ja, ne? Sehen und fangen. Ich glaube, ich kann meine Forellenrute gleich direkt auf Stör und Wels. Ja, krieg ich mit Sicherheit einen, bin ich mir sicher. Da brauche ich mich gar nicht groß anstrengen für. Hätte ich besser an dem Plach die Klappe gehalten. Die goldene, die so leicht war es mich wirklich nicht. Ja, ja, ja. Da hat Hast du es gesehen? Die hat nachgeschnappt und die hat schon im Maul gehabt. Ohne Worte. Die ist noch heiß. Die ist noch heiß. Da kommt sie. Ah! Ah, die wollte kurz. Ja. Du musst auch nicht an, du kannst sie komplett verwenden. Du musst sie dir abgeben. Weil du immer zu früh anschließt. Ja, Fliegenfischer, ne? Ja. Scheiße. Wenn sie nochmal kommt, ist sie fällig. Wo tümpelt sie denn rum? In der Ecke? Ah, da kommt sie wieder. Ja. Komm, mein Freund. Komm, mein Freund. Jetzt hat sie ihn gesehen. Hat sie nicht. Hat sie doch, hat sie nicht. Ah. Direkt auf dich zu, weil ich hier vorne. Vor drei sogar. Na, die goldene ist fällig. Die ist erntereif. Komm. Hm, hat den Braten gerochen. Du musst echt genau anwerfen, ne? Dann hast du keine Chance. Ja, 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 ah. Ja, geguckt hat's aber, ne? Ja, ja, geguckt, aber nicht so, dass er hätte packen können. Ah, das gibt's nicht. Ja, leider ja. Das war aber nicht die Gold, das war eine Lachsforelle, die da drunter stand. Da sind mehr, da sind 3, 4, 5. Ja. Jetzt. Jetzt hängt sie. Ja, ja. Die hat mich am ersten hat sie mich ausgelacht. Ja, schön, tätig. Bitte Dank. Die ist raus. Ja, genau. Macht die Sache nicht unbedingt einfacher jetzt. Sehen. Jetzt nur für Insider, ne? Ja, jetzt nur noch für Leute mit guter Optik. Genau. Nur für Insider. Nützt ja nichts, ne? Das ist eine geile Spielbox. Das ist eine gute Öffnung. Problem ist, die kriegst du fast nirgendwo mehr. Ne? Eigentlich kriegst du die gar nicht mehr. Die wird wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr lieferbar sein. Von wem ist das? Welchen Hersteller? Ignesti. Ignesti? Mhm. Meine Bombarde auch.
Ich hab mir damals die in Italien bestellt, weil sie bei uns nicht mehr zu kriegen war. Sie war auch schon jetzt 4-5 Jahre her. Da war manch ein Schlag, wa? Geht? Also so hart wie heute musste ich mir und auch der Alex wahrscheinlich schon lange nicht mehr die Fische erarbeiten. No look this. No look this. Der kann, ne? Ja, nächster Kandidat. Doppeldrill. Oh, eine schöne. Die ist ein bisschen besser. Ja, die kämpfen ordentlich, ne? Jawohl. Und verloren. Bis? Ja. Die geht auch, oder? Die geht nach links. Ja, schön. Eine bessere. Eine bessere. Doch, doch. Die hatte schon ein schönes Gesicht, die gerade rauskam. Na, die macht anders Alarm, ne? Aber das liebe ich gerne. Ja. Oh ja, oh nein. Scheiße. Ja. Leider verloren. Da ist nur durchgeschwommen, ne? So kann man leben, ne? Schön am Platz gebracht. Hier ist das erste Mal. Bei Eddie kriegst du zum Beispiel auch immer Frühstück und Kaffee, aber... Der Kaffee ist gut, der kann was. Ja. Aber dass wir das hier servieren, das finde ich mega. Ja, weil sie vorne wegen Corona, wegen dem ganzen Kram, ne? Nochmal ein großes Lob an das Team von Steinbachtal, echt Top-Service. Es gibt Tage, da probiere ich 20 Sorten Teig durch oder alle Gummifarben oder Spoons, meine ganze Palette hier theoretisch, plus die Kiste noch, wenn ich dann keine Bisse kriege, ne? Da haben wir alles getan, Fall. Genau. Ja. Das ist mal. Diese kleinen Dinger, ne? Die hab ich einfach mal gekauft, ganz am Anfang, wo das mit dem Spoon aufkam. Inkies heißen die. Mhm. Was zeigen? Guck mal da.
Ja. Die waren eigentlich dafür, das Büro zu schleppen. Ja, genau. So, da habe ich bestimmt viele Jahre nicht mitgefischt. Die gehen aber. Die sind saugeil. Ja. Hast du gerade drauf gefangen, auf den Kleinen oder was? Ja. Siehst du? Hat sich da die Tour schon gelohnt. Boah, der Kaffee, ey, Alter, da ist. Da kannst du ja vier Schichten arbeiten gehen mit dem Kaffee. Der ist echt, der hat das Karamba. Oh, nein, Alter, nein, diese Idioten, hier schlafe ich dort an. Ey, die hat das Ding im Maul, komplett. Ja. Oh, ich hab da gerade ein Déjà-vu. Ja, Eichhörnchen. Lecker Gemüse. Ey, auf der Speisekarte von Abend steht Wild. Ich hab morgen fast schon gehabt, das Wild. Mann, ich sehe, die hat das Ding inhaliert, schlage an. Das ist das, wenn du auf Sicht fischst, das darfst du nicht machen, du musst weggucken. Dann hängt das ich angel in Dänemark zu 80% auf Sicht. Ja, auch mit Bienennadel oder mit Teig. Ne? Ich gebe schon Schnur, da hat der Fisch noch nicht gemerkt, dass er den Köder in der Schnauze hat. Wenn die hinterherkommen, mache ich den Bügel schon auf. Also habe ich schon an der Hand quasi. Wenn er dann nimmt, ja, ne? Aber jetzt hier mit den kleinen Dingen. Hast du keine Chance, ne. Hast du gerade bei meiner Goldforelle gesehen, ne? Das war eine richtig fette. Ja. Kommt wieder. Da kommt schon einer hinterher. Na komm, nimm ihn. Ah, einmal. Komm, nimm ihn nochmal. Blöde. Ah, Funz. War doch gerade, wenn die am Ufer, weißt du, so zack, den letzten Meter, das Ding sich inhalieren. Ja, das ist mies. Ja. Hast du keine Chance zu reagieren, nee, ne? Überhaupt nicht. Hatte ich letztens am Siegfried, ja. Hier bei mir um die Ecke da. Mhm. Eine schöne Anlage auf den Videos. Den Spoon, ne? Ja. So, ne? Da ist der Spoon, für gerade hochziehen, da schießt so eine Lachsforelle. Aus dem Nichts, habe ich nicht gesehen, auf den Spoon. Ich habe den schon fast aus dem Wasser. Knallt ihn noch drauf, ne? Knallt voll drauf. Ja. Voll drauf, aber habe ich gekriegt. So bist du, die vergisst man auch so schnell nicht. Hey, mega, mega. Neues Zeug hier. Das sind die Fruchtdinger. Das ist Frucht. Meine Frau sagt schon. Ach, ist schon da geil. Selber essen. Das kannst du einfrieren, einen Stiel rein und ablecken. Ja. Ne? Herrlich. Das ist Pflaume. Meine Frau sagt, ich verarscht, wie ich das Video gezeigt habe. Ne? Okay. Das gibt's ja gar nicht. Ey. Das ist Tutti Frutti. Und dann gibt's noch Apfel-Erdbeeren. Apfel muss gut sein, ne? Ey, die riechen ja schon geil. Ich meine, die stinken jetzt so wie vorher, der ganze Kram, ne? Aber was willst du noch alles anfangen? Das ist ja immer, ne? Das ist Apfel. Ja, ist einmal zurück. Ja, Apfel riecht nicht ganz so intensiv, ne? Nee, Erdbeer. Also Pfirsich ist echt schon heftig von der... Geil, ne? Ja, das ist Banane und Erdbeer. Ja, ich habe uns im Laden noch gar nicht gesehen. Ja, die sind auch schon fast überall ausverkauft. Ich habe letztens noch ein paar organisiert. Oh, Erdbeer riecht gut. Erdbeer riecht so wie früher Huba Buba. Oh, geil. Mega, ne? Schon geil. Bis. Nimmst du nochmal? Oh Mann. Ich bin schön genommen. Jetzt ein bisschen Haken gezogen. Ja. Oh, nee. Du brauchst die Nerven, du. Siehst du sie? Geradeaus von mir. Richtung Weißer Eimer. Nein, das gibt's nicht. Ah, fuck, ey. Ja, und merkst, wir haben Bewegung, Fuß sind sie weg. Ach nee, echt, bis in die Brennnesseln runter.
Wir haben es mindestens noch geschnappt und nicht gerade zu kurz. Ja, das ist sogar, du hast, ne, auf sich. Köder weg habe ich angehauen, ja. Weil bevor sie ihn ausspucken, ja, da sind sie wieder. Du hast nicht viele Möglichkeiten. Wenn sie drauf gehen, musst du direkt quittieren. Ja, genau da. Achtet mal auf meinen Angler zur linken Seite. Jetzt. Das müsst ihr gesehen haben. Du würdest mich doch verarschen. Ja, und hier vorne kommen zwei. Jetzt hast du ihn genommen. Ah, lass ihn mir gerade hier. Die hatten ihn genommen gehabt, ja. Ja, ich weiß. Da ist er. Gibt's gar nicht. Ne, das ist ein anderer. Ja. Oh. Hatte. Da war ein Gestörter dran. Da war der erste Biss, Alexander. Ja, ja, erste Störbiss. Ah, kommt wieder. Nee. Ja, hab ich gesehen. Da hinten auch eine. Denkst du? Ah, nee. Nein, im Arsch. Bleib, naja, ich hab so ein Ding gehakt am Rücken. Aber jetzt hast du ja gesehen, die wollte ja, aber ich muss zurück. Wo ist gerade noch die Zange? Liegt da hinten, dann kann ich die gerade abhaken. Nee, im Rücken. Warte erstmal, wenn das ein Fleisch ist, dann nimmst du die eh mit. Sonst verpilzt die ja. Ich glaube, ich hab die nur im Rückenfleisch erwischt. Am Drehen. Aber die hat den genommen? Die hat den genommen, naja. Ja, wollte, ne? Ja, natürlich muss ich hier dumm sein. Wir sind dem Fisch hinten in die Ecke hinterher. Ich konnte ihn von meinem Platz aus nicht nochmal grillen, weil halt, wie gesagt, der Haken in der Rückenfasse saß. Nicht wieder da rein. Man konnte ja vorher sehen, dass der Fisch den Köder genommen hat. Und in dem Moment, wie ich angehauen habe, hat er ihn wieder ausgespuckt. Und der Haken saß durch den Anhieb halt in der Rückenflosse. Kann passieren, war keine Absicht. Ich war auch schon abgerissen, Alexander. Jetzt mal ein Vorfach drin. Ich durfte den Fisch mitnehmen, weil er nicht in der Rückenflosse selber, sondern auch im Fleisch gehakt war. Ja, ich bin zufrieden. Wenn der Fisch zurückgekommen wäre, wäre er wahrscheinlich in den nächsten Tagen durch Temperaturen im Rücken verpilzt. Tja, das ist der Unterschied zwischen einem Lachsteich und einem Malenforellenteich, ne? Wenn jetzt so 300, 400 Gramm Forellchen oder 500 Gramm bist, auf Grund. Nur Schwimmer. Nummer 12. Aber die kommen mit regelmäßiger Konstanz, ne? Ja. Da kannst du dich drauf verlassen. Bin auch gemein, tut mir auch leid. Du tust mir echt leid, jetzt ohne Scheiß. Wie viele Bisse, wie du hattest? Ja, das ist alles nur Schwimmer. Sag mal, eine Quote 1 zu 3. Dann hättest du jetzt die Kiste voll. Ja, überleg mal, 12 Stück. Ja. Lecker Mittag gab's auch noch. 1A Steinbachtal Burger. Sehr saftig, sehr schmackhaft. Note 1. Ja, der konnte heute nicht und wäre mit dieser dabei. Danke. Und ja, wir hören und wie gesagt, wenn das mal wieder klappt, dann irgendwann auf jeden Fall. Ne? Bestimmt. Komm schon irgendwie hin. Ja. Ne? Ich denke. Alles klar. Komm gut heim, ne? Ja, danke. War ein echt klasse Tag mit Alex zusammen. Wir hatten viel Spaß. Ein paar Fische haben wir auch ans Band bekommen.
geht auf seinen YouTube-Kanal, abonniert ihn, er macht klasse Videos, unterstützt ihn damit. Mein Angeltag war auch kurz danach zu Ende. Ich habe eine halbe Stunde später eingepackt, in aller Ruhe. Das war ein schöner Angeltag mit wenig, aber dafür schönen Fischen. Ich sag bis zum nächsten Mal, macht es gut und tschüss.